Löwe, Tarot und Lichtbotschaft jetzt für dich. Lies dir die Infobox durch für alle weiteren Informationen. Das ist eine zeitlose Tarotbotschaft, die jetzt für dich Schlüsselenergie, Portalenergie, Lichtimpulse und alles, was du jetzt brauchen könntest, bereithalten kann. Vielleicht hat diese Löwe-Kollektivlegung jetzt aber auch nichts davon. Du kannst deine anderen Sterne dafür dann wahrnehmen. Kannst du auch allgemein so. Oder wir sehen uns wann anders wieder. Löwe, Kollektivbotschaft jetzt für dich. Löwe, Kollektivbotschaft jetzt für dich. Okay, zeig mir Löwe jetzt. Klarheitslegung, neue Erkenntnis. Was brauchst du jetzt, okay? Was ist jetzt zu deinem höchsten Wohl bestimmt? Zeig mir den Kern der Sache für Löwe. Den Kern der Sache für Löwe. Und die 8 Schwerter. Ah, okay, der Ansatzpunkt. Kern der Sache. Okay. Was ist der Ansatzpunkt für Löwe? Ansatzpunkt, Königin der Stäbe. Für einige ist es vielleicht... Bei der Königin der Stäbe musste ich gerade direkt an eine Mutterfigur denken. Also es könnte für die Mutterfigur stehen, vielleicht steht es auch für dich selbst, wenn du eine Mutter bist. Oder... Ich nehme starke mütterliche Energie wahr und ich nehme starke... Verbundenheit war zu jemandem. Also es ist schon, mit der Königin der Stäbe kann es auch ein Partner sein, Partnerin oder Familie. Ein Mensch, der mit dir verwandt ist. Basisstütze für Löwe. 4 der Stäbe, das Zuhause. Es ist gleichzeitig auch so, wie sehen die Aussichten aus? Was sind die Aussichten? Und auf eine Art weißt du das nicht. Oder du weißt es schon. Vielleicht gab es einen Punkt in der Vergangenheit, wo du nicht wusstest, was die Aussichten sind. Und jetzt ist es ganz klar. Zusammen ein Zuhause, zusammen das Zuhause gestalten. Widderenergie hier zweimal. Merkur, Venus. Vielleicht einige Widder, Merkur. Oder Löwe ist dein Mondzeichen oder Aszendent. Oder auch Venus. Oder einfach ganz starke Feuerkraft, die dich auch treibt. Was ist die Chance und Tendenz hier jetzt für dich? Ast der Schwerter, okay, sehr schön. Aktion. Aktion und Klarheit. Ein Erkenntnisprozess, der ganz stattfindet. Für einige ist es auch eine Art von Erwachen oder ganzem und neuem Wahrnehmen einer einheitlichen Kraft und einer verbindenden Energie in der Beziehung, die vielleicht einst für Qual und Leid gesorgt hat. Das ist auf eine Art jetzt Ermächtigung aus dieser Beziehung und dass hier neue Freiheit, glaube ich, über etwas besteht und dass man neu aufeinander ganz zählen kann mit jemandem hier. Zahl 4 ist vielleicht auch relevant oder hat eine Bedeutung. Erdung vielleicht auch und die Sicherheit mit etwas. Der stabile Halt mit einem Menschen. Was ist das Problem, das gelöst wird für Löwe? Der Gehängte. Wir haben hier Fische-Energie, vielleicht auch die Zeit und das Verständnis einer bestimmten Sache, einer Situation, einer Perspektive, die verschiedenen Perspektiven auf die Situation und die unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Situation. Mit dem Gehängten ist es so, dass man hier aus der Passivität raus möchte. Die Passivität und die passive Phase einer bestimmten Sache soll vollendet und beendet sein. Man möchte ausdringen aus etwas und hier auch den Neubeginn starten. Und es, jetzt verstehe ich den Zusammenhang noch mehr. Was ist der Wunsch, der in Erfüllung geht für Löwe? 3 der Stäbe. Vielleicht verbindest du mit Zwilling. Oder diese Zeit ist bestimmt. 3 der Stäbe. Der Wunsch, der in Erfüllung geht. Einerseits ist hier gewünscht, dass eine Sache weniger wird. Andererseits ist hier gewünscht, dass etwas stabilisiert wird und ein bestimmter Zustand und ein frisches Gleichgewicht
neu in der eigenen Mitte empfunden wird. Drei der Stäbe. Hier sind auch Hoffnungen im Raum und Erwartungen und ein bestimmtes Vertrauen gegenüber einem Menschen. Vielleicht ist es auch so, dass für einige genau dieses Vertrauen vor einer gewissen Zeit, vielleicht zu irgendeiner Sommerzeit, vielleicht vor 4 Jahren, gebrochen ist. Oder 2004. Irgendwas mit dieser Zeit. Was ist die neue Erkenntnis für dich? 8 der Stäbe umgedreht. Der Teufel. Okay, Steinbock-Energie, vielleicht Steinbock-Mond, Waage-Mond, das Gleichgewicht hier, der Sinn. Und hier bist du, Löwe, die Lust, die Kraft. Okay. 8 der Stäbe, neue Erkenntnis. Einerseits, hier soll... Du bist jetzt in der ganzen Kraft zu empfangen, nicht zu geben. Du bist in der ganzen Kraft zu empfangen. In der... Und ich glaube, es ist eine Menge, die oder das du empfängst. Vielleicht sind es Informationen, eine Wahrheit vielleicht hier auch mit dem Ast der Schwerter. Und ich glaube, auf eine Art geht es auch darum, eine Sache zu verdauen. Vielleicht ist es auch so eine Sache, dass man hier sich wieder ganz fit und gesund fühlen möchte. Wieder ganz wie man selbst und flexibel in der eigenen Haut. Und auf eine Art wird so ein bisschen in deiner eigenen Kraft auf etwas hingearbeitet und du hast jetzt einen neuen Standpunkt erlangt in der Art und Weise, wie du auf diese Situation hinarbeitest oder wie du hier etwas auch ins Gleichgewicht, im Gleichgewicht neu erfährst mit einem Menschen und was dafür deine Seite der Gleichung ist. 8-8 Energie. So, dass etwas hier in Balance kommt, auch neu. Löwekraft. Okay, wir ziehen mal Tipps für dich. Für Löwe jetzt. Die Verbindung von einem Neubeginn. In welcher Kraft ist Löwe jetzt? Was ist für Löwe wichtig? Mit der Zeit, die kommt und dem Perspektivwechsel für jetzt, der bereichernd und relevant ist zum höchsten Wohl. Oh, 8 Stäbe, 8 Stäbe. Vermutlich spiegelst du dich hier mit einem Menschen. Oder es gibt noch eine andere Seite, die überhaupt nicht gesehen wird mit den 5 Schwertern. Deswegen auch vielleicht hier das Verständnis füreinander, dass es neu wahrgenommen wird. Okay, Tipps für Löwe. So, Löwe, Tipps für dich. Tipps für dich. Okay, jetzt Tipps für Löwe. Die 5 der Münzen. Intuitiv sehe ich hier eine Familie, die voneinander gebrochen ist. Und ich sehe, wie alle Leid empfinden und einige sich mit etwas abgefunden haben. Und von solcher Energie scheinst du dich gelöst zu haben oder löst du dich immer noch? Das scheint ein Thema in der Vergangenheit gewesen zu sein. Hier Armut und Reichtum, auch im Herzen, in der Fülle, in der Seele, nicht nur die materielle oder physische Ebene. Hier geht es um so Erfüllung der Seele, vielleicht auch deswegen der Gehängte in der Problemsituation, dass man hier neue Verbundenheit wirklich mit der Seele und dem Geist und dem Körper empfindet und sich hier neu belebt auch fühlt, im Wunsch, der in Erfüllung geht, ganz einfache Lebensfreude zu empfinden und auch Einheit und Einklang im eigenen Sein zu empfinden, okay? Für Löwe, für dich. So, Tipps, die 9 der Stäbe. Das ist eine Bestätigung jetzt deiner Engel, woran auch immer du glaubst, des Universums. Glitch-Energie für dich, Löwe, jetzt hier Lichtfenster-Energie, um dich an deine eigene innere Tiefe zu erinnern und auch all die Seiten in dir, die liebenswert sind. 9 der Stäbe, deine persönliche Feuerkraft, eine Abschlussenergie, den Löwen in dir hier auch auf eine Art freizulassen, die Lebenslust, hier auch etwas vielleicht voranzuschreiten, einen neuen Schritt zu wagen,
bedingungslose Liebe zu leben, urteilslos, hier auch ein offenes Ohr zu haben und zu hören und zu sehen, was jetzt für dich selbst und für deine Seele und auch in dieser Beziehung Fortschritt schaffend ist in Liebe und auch in Freiheit. Auch ein großer Aspekt hier mit den neuen Stäben, etwas loslassen und auch zulassen. So, für Löwe. Tipps noch. 9 der Kelche. Das ist eben genau diese Abschlussenergie von der gespiegelten Energie. Mit Menschen, mit dem du dich vielleicht hier spiegelst. 9 Kelche, Wunscherfüllung und auch Befriedigung all der Sinne, dass du es wert bist, auch in Leichtigkeit und Fülle zu leben und jetzt auch ein neues Gefühl von Glück vermutlich immer deutlicher, stärker und klarer in deinem Leben ist. Und das hast du schon über die letzte Zeit gemerkt, wie der Fluss der Dinge sich jetzt für dich auch neu ergibt und du diesen Fluss immer wieder neu annehmen darfst. Für einige ist es hier eben auch dieser Fluss des Feuers, je nachdem wie stark die feurige Energie in dir jetzt präsent ist und inwieweit du dich dem Wasser in dir jetzt auch hingibst. Noch ein Tipp für Löwe. Löwe, all das für dich, Einklang und neue Einheit, deine Seele ist offen, dein Herz möchte sich noch mehr öffnen, hier aus der 8 Schwerter Energie, Ansatzpunkt Königin der Stäbe, vielleicht auch die weibliche Kraft in dir, jetzt neu zu leben und neu in Vorschein zu bringen. Okay. Löwe, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, ich hoffe, diese Legung konnte dir ein Licht sein und wir sehen uns. Oh, lol.